Viele Nutzer, die mit älteren Windows-Versionen in den 90er Jahren gearbeitet haben, werden sich sicherlich noch an den Vorgänger vom Adobe Reader erinnern. Vor rund 20 Jahren brachte Adobe den Acrobat Reader auf den Markt. Die Oberfläche des alten Readers war übersichtlich und auf die wesentlichen Funktionen begrenzt. Schon damals standen die wichtigsten Werkzeuge für das Betrachten von PDF-Dokumenten zur Verfügung. So konnte man wie gewohnt zwischen verschiedenen Ansichten wählen, um sich den Inhalt anzeigen zu lassen. Natürlich besaß der Acrobat Reader auch eine Zoom-Funktion, um das Dokument zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Auch die Möglichkeit, bestimmte Textpassagen zu markieren, stand dem Nutzer zur Verfügung. Genauso wie das komfortable Blättern durch die einzelnen Seiten. Um sich einen Überblick zu verschaffen, konnte man sich auch die Piktogramme der einzelnen Seiten ansehen und direkt zum gewünschten Bereich springen. Mithilfe der integrierten Suche konnte man auch schnell und unkompliziert nach Begriffen suchen. Zusätzlich zu der Werkzeugleiste standen die Funktionen auch im Menü zur Verfügung. Hatte man mehrere PDF-Dokumente geöffnet, konnte man bequem zwischen den verschiedenen Inhalten hin und her wechseln oder auch gleichzeitig anzeigen lassen. Vor rund 10 Jahren wurde der Acrobat Reader in den Adobe Reader umbenannt und ist mit den aktuellen Betriebssystemen nicht mehr kompatibel. Der aktuelle Reader bietet inzwischen jede Menge Neuerungen und nützliche Features. Wer sich über den Adobe Reader informieren möchte, sollte sich unser Video ansehen, wo wir alle Funktionen ausführlich vorstellen.